was ist das, Matt, der hat Kai Fiers. Und dann sagen die Hühner immer, wie Kai Füße, ich habe keine Beine, ganz weg. Ja, so, ja, die Schwaben sagen Fies, das sind Füße, das ist, alles ist Füße. Sie wird wirklich auch von den Menschen oft angestarrt. Und also, es tut mir richtig weh, muss ich sagen. Jetzt, sie überspielt das alles. Also, ich habe sie da noch nie wütend erlebt, gar nichts. Ich habe das Vertrauen, dass alles zur richtigen Zeit passiert und dass die Begegnung mit Dennis, hört sich jetzt komisch an, das sollte so sein. Und von daher hatte ich echt immer Vertrauen, dass egal wo ich lande, dass es genau richtig ist. Ich weiß noch, das war so auf so einem Parkplatz, Wüstenhausen hieß die Raststätte, kurz vor Frankfurt. Ich kam zu spät, weil halt so Verkehr ist, Stuttgart raus, Katastrophe. Und da habe ich Ausfahrt verpasst. Ich habe auf ihn gewartet und er nicht auf mich. Und habe ich gedacht, also das lässt mich jetzt erwarten. Das finde ich jetzt aber auch irgendwie gar nicht nett. Ist das nicht eher andersrum? Sie stieg dann direkt aus dem Auto. Und ich weiß halt noch, die Haare sind so im Wind und sie war so total fröhlich einfach. Also das war so der Eindruck. Ich glaube, sie hatte irgendwas Schwarzes an. Aber alles ist mir gar nicht so aufgefallen, sondern nur dieses Fröhliche. Nee, und dann kam er und dann dachte ich, nett. Es war natürlich trotzdem, ich glaube von ihrer Seite auch, wie reagiert das, wenn man das zum ersten Mal sieht. Das war eben am Anfang mit Prothesen und ich war natürlich auch so, wie reagiere ich, wenn ich das erste Mal sehe. Aber es war jetzt nie, das ist nie einmal irgendein Grund, dass man sagte, okay, jetzt möchte ich dann immer weitermachen. Sondern es ist ja, wenn man sich kennenlernt, immer am Anfang dann so aufregend und dies und das. Und das war jetzt nicht anders. Das erste Mal, wo ich operiert worden bin, war mit 2 Monaten und es zog sich dann bis zum 6. Lebensjahr so durch. Ich hatte erst mal ein bisschen so, wie sieht es jetzt da drunter aus, unter der Decke. Aber als ich es dann gesehen habe, hat sich das auch recht schnell gelegt. Die Technik, die ist da und ich kann die voll nutzen. Jetzt kann ich loslegen, weil jetzt gibt es nicht mehr viel zu machen. Also es wurde schon amputiert. Wir wussten ja schon, da ist jemand. Und dann habe ich halt so erzählt von ihr und ein Bild gezeigt und gesagt, ja, so und so war das. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja, und sie hat keine Beine. Also einfach so, wie sie jetzt gerade gesagt hat. Ich habe dann schon gesagt, wird viel auf dich zukommen. Denn es geht ja nicht alles so einfach, weil es sind ja schon richtige Hürden, die ich bis dahin nicht wahrgenommen habe in unserem Alltag. Ich sage, das ist nicht einfach, aber das ist dein Leben. Und nachdem wir sie kennengelernt haben, klar, ich verstehe es voll. Also heute ist es noch so, wenn ich irgendwo hinfahre, wir sind halt viel unterwegs, und dann fahre ich auf der Autobahn und da kommt irgendwann dieses Baden-Württemberg-Zeichen, dann ist es so, und Julia kann das verstehen, jedes Mal, wenn ich da durchfahre, sage ich, ah, wir sind daheim. Ich glaube, die waren ein bisschen irritiert am Anfang. Die Nachbarn von wegen, mal sitzt sie im Rollstuhl, mal läuft sie, es ist immer noch die gleiche Person. Was ist denn das eigentlich für eine? Also ich glaube noch nicht mal, dass es jetzt was mit Türkin oder sowas zu tun hat. Aber er hat gesagt, ich weiß, dass du das Richtige tust. Und mein Vater, der hat den Dennis so gemocht. Also der hat ihn gesehen und hat gesagt, bei dem bist du gut aufgehoben. Julia ist ein total familienbewusster Mensch. Sie liebt die Familie. Uns, wir sind jetzt ihre Familie. Sie sagt ja auch Mama zu mir. Ich wusste, sie kommt da in einen Kreis rein, wo sie dann immer aufgefangen wird, egal was passiert. Und deswegen hatte ich keine Angst vor irgendwelche Sachen. Und dann kam meine Schwiegermutter mit der Idee. Und dann hat sie mich halt gefragt. Dachte ich, cool. Okay, wir gucken mal. Also so von wegen, sie kommt ja aus der Mode, sie hat einfach viel Wissen. Und von daher habe ich gedacht, dann mache ich doch halt mehr so die Buchhaltung. Muss ja auch gemacht werden, ne? Wenn wir auf der Fashion Week in Berlin sind, da sind
Tausende von Menschen und keiner im Rollstuhl, wirklich keiner. Da gibt es auch Hindernisse, die sind es nicht gewöhnt. Da ist am Eingang Empfang, gehen da 4 Stufen hoch. Da kommen wir nicht hoch. Da muss sie dann außen rum in der Kälte und ich gehe da halt durch und durch den tollen Empfang. Und das sind Sachen, das tut mir dann so leid. Kommentare wie, ach, das ist so toll und mutig, dass du rausgehst. Oder so, dass dann Leute ansprechen, gibt's echt. Es gibt auch lustige Sachen, die ich dann teilweise peinlich finde. Aber Lydia mag das zum Beispiel in Heilbronn, da läuft man rum und dann steht eine Obdachlose auf und rennt auf uns zu und nimmt sie in den Arm und sagt, du gibst mir Kraft, dass du hier rausgehst. Klar, so von wegen, ach Gott, was ist denn mit ihnen passiert? Ach nee. Und ich mit meinen jämmerlichen Schmerzen da und da, was ich mal habe, das kommt schon häufiger vor. Aber die meisten Erfahrungen, die ich mache, sind positiv. So von wegen, cool, das sieht ja voll cool aus. Also ich habe jetzt nicht so unbedingt, das muss passieren, sondern es kommt so, wie es kommt und dann wird es richtig sein.